So, diesmal auch mit vernünftigem Mikrofon, ohne lustige Übersteuerung, melde ich mich zurück vom Schlachtfeld. So, und dann geht's doch direkt los mit Leutnant Laweil oder Laweil. Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. Falls. Ich muss zurückkommen, sonst ist diese Welt verloren. So, aber zuerst einmal müssen wir zur Beutetruhe, weil wir haben ja ein Level erreicht und können jetzt zwei neue Waffen nehmen. Generell hat sich das hier alles ein bisschen verändert. Seit der letzten Aufnahme sind zwei Tage vergangen. Das soll vorkommen. Ich finde unglaublich viele Edelsteine. Das ist echt unglaublich. So, wir haben diese wunderschönen... Ach nee, das sind zwei Armbrust, die brauche ich gar nicht. Und das hier waren die Einheit Armbrust. Genau. Die macht ja schon mal ganz gut zusätzlichen Schaden. Aber wir bauen da noch so einen lustigen roten Dingens rein. Dann wird das noch viel heftiger. Macht das Ding mich 113 mehr Schaden als eine konventionelle Armbrust. Und da packen wir doch mal die gute... Warte mal, ich weiß gar nicht, was bringt, was mehr bringt, wenn ich... Die beiden austausche, mache ich 200... Mache ich 385 Schaden? Hä? Hä? Moment. Hä? Moment. Also nur die Armbrust alleine macht sogar 331 Schaden. Also das ist gerade ineffizient, dass ich eine von beiden Armbrusten benutze. Warte mal, ich muss mal kurz rechnen. Ich hätte den Stein nicht einsetzen sollen, oder? 32 bis Dings. Okay, das Gerät hier macht mehr Schaden. Es ist ineffizient, eine zweite Armbrust dabei zu haben, merke ich gerade. Hatte ich nicht mal einen Köcher? Hm, schade, wohl nicht mehr. Das ist eine Zweihandarmbrust, die kann ich direkt mal verticken. Ja, das Ausrüsten, das gehört dazu. Das kommt mal. Aber ich möchte trotzdem zwei Armbrüste haben, auch wenn es nichts bringt. Dann nehme ich das Ding hier mit. Warte mal, 345,78 mit dem Gerät. 43,99, aber dafür weniger positive Eigenschaften. Dann nehme ich die Kiste hier mit, all die Wahl einfach wegen Eigenschaften. Und die beiden verkaufe ich in der Zwischenzeit. Achso, ich kann mich ja wieder rollen. Das ist immer wieder irrittierend für mich, Charts zu wechseln. Vor allem, wenn mein Zauber mittlerweile auf Hölle ist. Da ist, da sehen die Zahlenwerte ganz anders aus, die ich hier raushaue. Oh, ich bräuchte mal noch. Generell, das Auktionshaus total crazy, was da alles passieren kann. Ich verliere die Kontrolle! Die armen Männer. Die anderen hatten übrigens anscheinend dicke Schutzzauber. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott. Also es ruckelt gerade mal wieder berstig. Aber ich habe jetzt mittlerweile mir doch mal ein paar andere Let's Plays angeguckt von Diablo. Und ich weiß, dass es nicht an mir liegt. Das ist tatsächlich eine Eigenschaft von Diablo, dass es am Anfang urst ruckelt. Selbst bei Leuten mit unglaublich guten Rechnern fangen die gerne mal mit 5 Frames an. So. Der Seelenstein scheint jetzt stabil zu sein. Gut. Der Zorn der Dämonen sind doch alle gestorben. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Keine Sorge. Ich werde ihn im Krater aufspüren und meine Bolzen in seinen widerlichen Schädel jagen. Ja, dann machen wir das mal. Und sie zaubert sofort weiter. Ist ja überhaupt kein Problem. Oh, guck mal, ich kann sogar sprechen. Haha, da liegen 3 Gold. Ja, das Geruckel gerade war echt schlimm. Also es ist schwierig, Kämpfe zu gewinnen, wenn es ruckelt wie Sau. Wir haben auch direkt ein Templar-Relikt und irgendwelche Würfel, von die wir nicht brauchen. Also die Würfel sind für den Schuft. Nur so nebenbei bemerkt. Ups. Ja, ist natürlich jetzt wieder alles ein bisschen, ich will nicht sagen Neuland, aber ungewohnt. Ich habe die Bastion gesichert. Aber der letzte Kampf wartet noch immer auf dem Schlachtfeld auf mich. Dort, wo Asmodans Kriegsmaschinen sich nähern. Ich habe übrigens im Nachhinein bemerkt, den zweiten Akt viel zu spät schnell durchgespielt. Ich habe ja, wo ich auf Albtraum nochmal durchgelatscht bin, habe ich mir noch ein bisschen was näher angeguckt. Ich habe mir einfach die Archive mit durchgelesen, die es so gibt für den zweiten Akt. Und ich habe richtig viel Zeug verpasst. Ich bin da noch einem Totenbeschwörer begegnet, der mich sehr... noch ein Totenbeschwörer begegnet, der mich sehr an den Totenbeschwörer aus Diablo 2 erinnert hat. Und der hat auch von seinem Meister geredet, der vor 20 Jahren anscheinend ein großes Übel besiegt hat. Hm, wer das wohl gewesen sein könnte, obwohl Totenbeschwörer total doof war, weil man Mana-Mangel hatte. Ja, sicherlich. Da, schon wieder, fehlerhafter Topaz. Noch nicht mal ein Feind begegnet. Hallo, Flatwill Pale. Gott sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Okay. Ja, die Hölle geht ja sowieso schon auf euch nieder, also insofern hat sich da jetzt nicht so viel geändert. Oh, es droppt mal wieder frame-technisch. Oh, Lampenöl. Bam. Ah, das kriegt sich gleich wieder ein. Das ist ja alles überhaupt gar kein Problem. Zack, da haben wir es auch schon wieder. Einfach ein bisschen lächerlich hier. Ja, Monster töten. Oh, neues Wissen. Ich kann doch noch nicht mit der Verzauberung reden.
Auch wenn ich jeden Winkel der großen Bibliothek von Caldeum durchsucht habe, kann ich keine Hinweise auf das wahre Schicksal der Khazra des Blutclans finden. Einige zerfallene Schriftstücke deuteten an, dass sie einen Pakt geschlossen hätten, den legendären geringen Übeln zu dienen. Aber solche Vermutungen sind wohl kaum als echte Wissenschaft zu betrachten, nicht wahr? Nee, wirklich nicht. Übrigens, die Viecher, die ich da gerade gelegt habe, das sind die nervigsten überhaupt. Über die gibt's auch gleich neues Wissen. Vor langer Zeit waren die Vorboten der Pestilenz niedere Dämonen, die sich gegen Asmodan auflehnten. Der Herr der Sünde bezwang sie zwar mit Leichtigkeit, aber anstatt sie zu töten, gab er jedem von ihnen einen langen, mit Gift durchtränkten Arm, der alles und jeden töten konnte. Nice. Außer Asmodan selbst. Seitdem sind die Vorboten zu einer solchen befallenen Landplage geworden. Ja, die sind der beste Freund jedes Nahkämpfers. Und eigentlich auch jedes Fernkämpfers, weil aber bei dem muss man ständig in Bewegung bleiben, bei den Freunden. Weil die sind echt nervig. Artillerie. Ich hasse Artilleriefähigkeiten. Da kann man nicht an einen Ort bleiben und schon rumballern. Naja. Übrigens habe ich jetzt so nach 20.000 Stunden Diablo-Spielen rausgekriegt, dass diese... Oh, jetzt habe ich so einen Reflexbogen mitgenommen. Dass diese Heilkügelchen heilen ja nicht nur instant, sondern die, das sieht ja auch noch ein bisschen nach. Und das habe ich bis jetzt irgendwie noch nie so richtig mitgeschnitten. Das heile ich mich auch ab und zu, wenn ich rumrenne, so ein bisschen mehr. Das hat nichts mit Lifestyle zu tun oder so. Und das andere, dass ich hier Lebenspunkte dazu kriege, ist, glaube ich, meine Lebenspunkte-Regeneration pro Schuss. Oh, guck mal, Asmodans Befehl, Teil 4. Seelenstein verlieren langsam die Geduld. Ja, ich höre sie sogar hier unten. Ihre Stimmen sind so erbärmlich und schwach, dass sie mich fast amüsieren. Und doch sind sie mein Preis, nicht der der Nephalem oder des Mädchens. Dies ist nicht ihre Zeit. Dies ist das Zeitalter der Sünde. Ja, der gute, der Mann. Ich sehe gerade hier, meine Dings ist verreckt. Warum macht sie denn sowas? Warum stirbt sie mir denn hier einfach weg, bevor da kommt die Wie der denn hier? Also das ist hier übrigens mehr oder weniger so ein Mini-Ereignis, was ich sonst verpasst hätte, wenn ich hier mal nicht aufmerksam gespielt werden würde. Alter, wie die Frames gerade droppen, das ist ja nicht feierlich. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass das überhaupt nichts mit der... Also es hat schon was zu tun mit dem, was ich gerade sehe, aber das sind eher so eine Nachladesachen. Die RAM-Auslastung ging hier auch gerade erheblich höher. Naja, muss man mit leben. Das wird sich auch sowieso wieder alles hinkriegen. Sobald ich hier ein Stück weiterkomme, weiß ich nämlich, wird die Landschaft nicht mehr ganz so anspruchsvoll, so was Details angeht, und dann ist das ja alles wieder top. So, komme ich jetzt irgendwie runter? Ich würde schon gerne irgendwie mal ins Vorratslager. Achso. Sehr gut, dann erzähl doch mal was über den Heiligen Pakt. Ich erinnere mich daran, wie ich vor dem Propheten stand. Mein Leben hing an einem seidenen Faden, doch er hat mich und meine Schwestern geheilt. Wer war der Prophet? Seid ihr sicher, dass er ein Mensch war? Nein, nicht so richtig. Ich kenne seine wahre Natur nicht. Ich weiß nur, dass er über große Macht verfügt. Er hilfte uns dafür, dass wir die Dämonen getötet hatten. Er war sehr freundlich. Als wir uns wieder erholt hatten, bot er einen Entschlag. Wie es nicht leckt. Zu wissen, dass ich dabei helfe, die Herrscher der Höllen zu töten. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Also heute leckt er sich ja wirklich eins zusammen. Das ist ja unglaublich. Das macht ja gar keinen Spaß mehr, so zu spuren. Was haben wir da? Toten Radisten noch? Zack, umgedreht. Aber er hat leider nichts dabei, wie alle anderen davor. Ach, ist das traurig. Ich könnte noch ein bisschen was ausmachen hier im Hintergrund, aber langsam geben mir auch die Möglichkeiten aus an den Dingen, die ich ausmachen könnte. Wir sind jetzt schon wieder im Keller, ne? Also gerade die Kellerlevel verlassen und sich auf große Freiheit in der Außenwelt freuen und dann sowas hier. Schon wieder im Keller rumhängen. Ja, so kommt das. Völlig überraschend, habe ich das gesagt. Die kommen denn hier noch nach? Was soll denn das? Habe ich eigentlich irgendeinen Effekt jetzt noch nicht benutzt, der jetzt ruckeln könnte, wenn ich ihn einsetze? Nö, eigentlich habe ich, glaube ich, jetzt alle durch. Na gut, dann ist zumindest von der Warte schon mal... Oh? Ach, das kam mir ähnlich wie Skelette nach. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Feldvorratslager war ich, glaube ich, noch gar nicht. Das sieht ja so diesen kleinen Dungeon, die es hier so nebenbei hergibt, die so ein Level 2 haben noch. Wo denn unten irgendwie eine gute Kiste steht. Oder wo blaue Viecher drin stehen. Ach nee, warte, das ist nicht der. Wie schön schwach die Blauen noch sind.
Also in den höheren Schwierigkeitsgraden, kleiner Ausblick, ist es so, dass die eigentlichen Endbosse bis ganz am Ende, okay, da sind wir in der Vierergruppe, sind wir sowas von gestorben, ach, das werde ich noch erwähnen, wenn es soweit ist, dass die eigentlichen Endbosse gar nicht so richtig das Problem sind beim Durchkommen, sondern eher diese kleinen blauen und gelben Bosse. Einfach, weil die halt mehr sind und plötzlich um einen rumstehen und fiese Eigenschaften können. Arkanfeuer, die beste Eigenschaft, die ich bis jetzt gesehen habe, war vampirisch und verseuchend. Das Vieh war echt nicht tot zu kriegen, weil solange irgendjemand von uns im Gift stand, hat sich das Vieh wieder komplett hochgeheilt. Das war echt krass. Oder auch gutes Arkan verzaubert, das ist eine super Eigenschaft. Das sind so eine niedern Drehkügelchen, die irgendwelche Strahlen mit sich rumziehen. Macht unglaublich viel Schaden, kann man sich gar nicht vorstellen und es ist, ist herrlich. Jetzt stelle ich mir das vor, noch mal ein bisschen noch mit vampirisch und auf Hölle haben sie ja, können sie ja schon drei Eigenschaften haben, am besten noch mit Eis dazu. Das wird wahrscheinlich richtig toll, weil Eis sind ja diese komischen Dinger, die eigentlich ziemlich großflächig alles eineisen. Man hat ja nicht erreicht, dass es irgendwie nur eine kleine Frostnova ist. Nein, es muss ja immer mehr sein. Genießen, das war schlecht. Boah, Mensch. Ich tue nur, was man von mir erwartet, nicht mehr. Ist ihr Volk nicht tot? Schon wieder Artillerie, naja. Ah ne, Mörser heißen sie ja. Ja, aber zum Glück sind die halt nicht so stark. Die kriegen wir ja noch mit wenig Aufwand, kriegen wir die noch tot, die Bande. Ist ja alles gar kein Problem. Ich würde trotzdem gerne mal in den zweiten Level gehen, weil ich möchte das natürlich alles zeigen. Und man möchte ja auch mal alles sehen und Story und so. Blaue Kirchen. Aber man möchte sich ja auch nicht unnötig lange aufhalten. Also ich meine, den Keller haben wir jetzt hier gesehen. Das ist nicht gerade eine neue Landschaft. Wäre nicht der erste Keller, möchte ich so abends sagen. Da müssen wir uns ja nicht unnötig lange an so einem Keller aufhalten. Aber immerhin ist es nicht so langweilig linear wie in einigen anderen Spielen, wenn man durch Dungeons läuft. Übrigens, man beachte die Uhrzeit. Irgendwie bin ich zum Nachtaufnehmen übergegangen. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht daran, weil die Freundesliste nur auf Null ist. Ach, wie geht's weiter? Wenn das ein gutes Zeichen ist? Man weiß es nicht. Oh, guck mal. Wie sieht der drin Schaden? Kann ich da drin auch was treffen? Nein, ich kann daran nichts treffen. Aber sie kann daran was treffen. Aber die Verzauberung macht nicht so richtig viel Schaden. Also ich versuche die ja immer auszurüsten, also auch mit meiner Zauberin, wo ich eigentlich nie so richtig mit der rumlaufe. Also mit der Verzauberin. Verzauberin renne ich nicht so oft mit der Verzauberin rum, weil ich ja meistens im Koop spiele. Aber irgendwie so richtig Schaden macht die nicht. Die habe ich jetzt so. Nee, 200 habe ich die gar nicht geprügelt. Auf 150 oder so. Also richtig lächerlich wenig, weil ich bin so über 4000 Schaden. Auf Hölle mit meiner Zauberin am Anfang. Also erster Akt ist die gerade, der bei Wampot am Tor hängt so rum. Und das ist eigentlich richtig lächerlich, wie schwach diese Begleiter eigentlich sind. Also ich habe mir noch mal so einen 0815 Zombie von ihr töten lassen, das hat ewig gedauert. Da muss ich noch Schilde zaubern, damit ich nicht sterbe am Zombie, der mich in der Zwischenzeit gehauen hat. Ja, das ist eigentlich so das Nützlichste an den Begleitern, sind natürlich nur die Fähigkeiten, wie hier irgendwie. Kann das meine überhaupt schon? Nein, das kann es nicht mit dem 30. Die beste Eigenschaft, die kommt dann noch. Aber wenig drin. Das ist echt nützlich. Aber auch wenn sie es irgendwie nie einsetzt, wenn ich es brauche. Und wir haben gerade komplett einmal sind wir rumgerannt. Ich hätte da oben lang gemusst, denke ich mal. Nun gut, dann müssen wir da oben lang. Hilft ja alles nichts. Irgendwo hier unten ist auch noch nicht erkundet. Aber ich bezweifle, dass es hier runter geht. Ich würde mich gerade beschweren, dass keine Musik ist. Aber es ist Musik, die ist bloß leise. Generell ist der Sound gerade ziemlich leise. Oh, das muss ich abmischen. Das muss ich neu abmischen. Ja, wie finde ich denn das mit dir? Das war nur ein Vorgeschmack. Um 0.39 Uhr, muss ich mir irgendwie merken. Das ist ja alles kein Problem, das ist der Sound auf einmal, also ist wahrscheinlich jetzt leicht laut, der Ingame-Sound, weil ich einfach nur. Ich muss ja nur ein bisschen den Regler hochschieben. Ich muss nur daran denken, wann ich das gemacht habe mit der Einstellung, nicht, dass der Sound danach dann lauter ist. Aber das kann man alles einstellen, das ist gar nicht so schwierig, das geht mit meiner. Doch recht, einfachen Software geht das auch. Das ist alles kein Problem. Ja, hier gibt es aber nur so einen Zugang. Ich kann ja Lastkrimme kaputt schießen. Kann ja noch mehr für Zerstörung sorgen und alles, aber. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich das Talent habe, immer. Schreckens ist nicht weit von hier, oder? Nein, aber es kommt mir dennoch so vor. Ich verstehe. Das Reich des Schreckens. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich jeden Winkel von Dungeons immer mitnehme. Mehr oder weniger unabsichtlich. Eigentlich mehr unabsichtlich als andere. Weil irgendwie ich das Talent aufweise, immer genau da lang zu rennen, wo es nicht weitergeht. Ach, wie schön. Aber das Ding an meinem aktuellen Auftrag hier über die quere die Brücke von Korsik, also danach kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern, geht es darum, welche lustigen Kriegsmaschinen kaputt zu machen. Und das geht eigentlich echt schnell, da muss man nicht lange rumirren. Das ist ziemlich einfach. Und deswegen kann ich mich. Ja, Vergeltung für alles, für die tote Familie, für die tote Schwester, für alles. Da. Ja, und
Das geht recht schnell von der Hand. Also wenn ich das will, kann ich das innerhalb von 3 Minuten machen. Es gibt ja auch eine Auszeichnung dafür, innerhalb von 3 Minuten... Quatsch, 3 Minuten. Einer Stunde durch einen Akt durchzulatschen. Ich hab's mal versucht. Ich habe mal einen Mönch hochgespielt. Also hochgespielt ist gut, bis Level 7 ist der gute Bursche bis jetzt gekommen. Weil mir dann ich akute Unlust hatte und doch wieder mit der Zauberin weitergespielt habe, um mir den High-Level-Content zu sehen. Naja, ich habe 3 Stunden gebraucht. Und ich bin eigentlich wirklich nur durchgerannt. Ich bin teilweise am Bosse wirklich vorbeigelaufen. Und das... Naja... Ich habe dann halt ein paar Mal was nicht gefunden, dann kommt man so auf Spielzeit. Das, also ich weiß nicht, wenn man also in einer Stunde vielleicht mit irgendwie so einem Höllischar normal durchrennt, einfach nur mit Teleport oder Rolle oder keine Ahnung was, irgendwie so. Das,